Wir haben uns heute wieder zusammen eingefunden, um Brettspiel-Highlights, Spiel des Yes, Monats ja. April 2022 zu gucken. Jesus, Jesus, du bist voll okay. Jesus, Jesus, everyday fair play. Vielleicht bin ich nachts von der Bremse gebissen worden an die Stirn. Das ist meine Theorie dazu. Ey, aber krass, Ja. wie krass deine Fresse angeschwollen ist. Alter, nächstes Mal so pennt, dass nur der Pimmel raushängt, dann beißt die Bremse dich da rein und hast du wenigstens noch was von der dicken Schwellung. Zeckenalarm. Oh no. Wo war sie, Daniel? Unten bei dir, unten am Hodensack, quasi in dieser Falte zwischen Oberschenkel und Hodensack oder was? Das ist eine miese Stelle, wenn man da noch ein Ding hat. Hat Beate dir geholfen oder wie habt ihr es gemacht? Köpfchen rausgedreht oder ätzig Der drauf? Daniel, ne, der hatte die genau zwischen den Arschbacken. Also dachte einfach, die ganze Zeit ist ein Kacke-Krümmel in den letzten Wochen immer. Du sagst, sie einfach nicht gut den Arsch abgewischt. Der Aber diese Kacke-Krümmel wurde Kacke-Krümmel. immer größer. Stefan, kann es sein, dass du mich letzte Zeit irgendwie falsch rumspiegelst oder sowas, weil ich irgendwie immer weg von allen schaue? Extra. Aber ich kann dich auch nochmal hier einfach zack. Und schon ist der Boss in die andere Richtung am Gucken. Boah, das sieht voll falsch aus. Ja, das sieht ganz komisch aus. Das sieht richtig komisch aus Ja, jetzt. ne, er sieht jetzt so richtig. Also es gibt so Leute, die haben. Es gibt ja Leute. Chris hat Alter. Selçuk eben schon im Pre-Stream so gefragt, so, ja, Selçuk, wann stellst du uns denn mal deine neue Freundin vor? Und da hat Selçuk Naja, ich habe Geschlecht, Partnerin oder Partner gesagt. Ja, das stimmt dann eben. Hat Selçuk gesagt, das geht leider schlecht, weil die ist noch 7. Aber sobald die volljährig ist, das ist halt eben, sie werden immer miteinander versprochen. Selçuk kennt die selber noch nicht Selçuk hat persönlich. uns gerade durch die Blume gesagt, dass er zwangsverheiratet wurde. Ja. Ganz Ey, warte mal, kurz. ich bin jetzt gerade mega enttäuscht, Alter. Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut, dass ich Kartoffelpüree und Spinat und Fischstäbchen bekomme, also vegan Fischstäbchen bin. Ich bringe mir Carina gerade das Essen rein und da sind nur Kartoffeln. Und das ist kein Kartoffelpüree, Alter. Ich habe mich so auf Kartoffelpüree gefreut. Ich muss das mal eben Was klären für gehen. eine Enttäuschung. Ich muss das mal kurz klären gehen. Moment, warte. Bleib mal leise. Ah, er müsste gleich wieder da sein. Also normalerweise gibt's. Also normalerweise. Normalerweise gibt So, da er bin ich, immer da bin ich. nur. Ja, Fünf ich, ey, Minuten bin ich zurück nein, und es ist ich Kartoffelpüree. esse das jetzt nicht, Alter. Ich mach mir gleich nochmal Kartoffelpüree, Alter. Ich hab keinen Bock auf Ich Kartoffeln mit esse Spinat und das was. Nein, jetzt ich nicht. will Kartoffelpüree, Alter. Ich Ich esse das arbeite jeden jetzt. Tag, Alter. Ich arbeite 5 Tage die Woche. Dann kann ich doch auch. Ich mach mir gleich selber mal Kartoffelpüree, alles gut. Und jetzt hast du ihr den Teller so auf die Couch geworfen, Nein, dann einfach so fast. ich hab nur gedacht, Schatz, ich hab noch nie in meinem Leben Spinat ohne Kartoffelpüree gegessen. Ich möchte Kartoffelpüree, aber kein Problem, ich mache ihn mir gleich selber. Aber jetzt, um nochmal auf dieses Karaoke-Projekt zurückzukommen. Wie soll das denn aussehen? Uiu, Alu, Uiu, Balu. Freunde seien Okay, dann richtig starte und ich jetzt auch mal hier bei Zencaster die Aufnahme und dann kann es Balu und losgehen. seine Crew. Mila ist 12 Jahre alt und lebt im fernen Japan. Kulleraugen, Augen, Pferdeschwanz, ein Kopf voll Fantasien. Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frech kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen, da sind sie zu Haus. Gummibären, sie sind hier und da und überall. Sie sind für dich da, wenn Sie du sind sie für brauchst. dich da, wenn du sie brauchst. Das Das sind sind die die Gummibären. Gummibären. Ist der Fall auch schwer, der Weg auch weit, sie sind stets für dich bereit. Chip, 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 chip und Chap, Ritter dich Das recht. Chip, 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 reicht. chip und Chip und Chap, dem Chap, Bösen geht du es siehst schlecht. Sie lösen schlecht. Fall, sie lösen jeden Fall, was sie auch tun. Das Böse hat nie Zeit, sich auszuruhen. Dann stehe Pokémon, du vor du mir. mein bester Freund, so retten wir die Welt. Pokémon, komm, schnapp sie, dein Herz ist gut. Wir vertrauen auf Komm auf unseren unseren Mut. Hobby-Roboter ist so allein. Er hat keine Freunde. Du hast am Anfang der Woche ein Video rausgehauen. Ich hatte ja Dienstag auch hier auf unserem Kanal ein Interview. Und zwar zum Thema Dogfighters. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Game. Wenn ihr das alle mal mit eurer Frau zusammen dann zocken wollt und die will dann eher so ihre Mission fliegen und ihr kommt dann von der Digga, hol die Seite und runter, fickt hol sie die so direkt richtig runter. weg und zerstört sie komplett Hol so. die direkt runter. Entweder du holst mir einen runter oder ich hol dich da runter. Nee, aber ohne Scheiß, und wie gesagt. Ja, sorry, also da weißt du. Alles gut, der, Sergio, das okay, ist unser Niveau. Der musste kommen, aber Alles gut, der ist so schlecht, Sergio. Wir reden hier von
BGG Platz 15. BGG Platz 15. Das 15. beste Spiel der Welt. Dune Imperium. Meine Lieblings-IP. Endlich! Oh Gott. Sag mal so, wenn es der... Hey Daniel, ich mache hier gerade ein bisschen Lärm mit der Folie. Schneidest du raus, ne? Danke. Das ist immer super, währenddessen dann auch noch zu quatschen und das irgendwie dann zu versuchen, da rauszuschneiden. Das kommt, ich das will kommt dem Stefan den Turm zeigen. Das kommt richtig gut. Wer will dem Stefan was Turm zeigen, Daniel? Junge, wir sind hier in einem Podcast und du fängst an, hier irgendwelche Sachen auszupacken. Das ist mein Podcast, ich kann hier machen, was ich möchte. Oh, Digga, was ein Bollermann, Junge. Das ist tatsächlich geil. Ein riesiges Ding, Alter. Das sieht richtig fett aus, Leute. Könnt ihr jetzt zwar nicht sehen, aber es sieht richtig fett aus. Oh Junge, echt jetzt? Ihr könnt euch vorstellen, was Chris mit diesem riesigen Turm jetzt gerade gemacht hat. So. Retro hat sich Broken and Beautiful, a game about Kintsugi ausgesucht. Bei dem Spiel ist es so, es geht halt ein bisschen in die Richtung... Chris hat sogar ein Review dazu gemacht. Chris hat ein Review gemacht? Ja. Weiter oben. Weiter oben. Er hier, oder was? Chris, kannst du dich mal ganz kurz so vor die Kamera mal setzen, so wie er, und das ist so zum direkten Vergleich? Ich hatte mir schon mal, ne, wo ich doch gesagt habe, dass es Chris ist. Ich würde so, ich nehme immer noch die Reviews von ihm. Hat man denn von Rainbow Six jetzt nochmal was gehört? Boah, Rainbow Six, wenn das kommt, Junge, hör auf. Zockt nichts anderes mehr, Alter. Da muss erstmal Beyond Humanity Colonies wieder zurück in den Keller, Junge. Da bist du doch auch all in, ne? Oder? Aber sowas, Digga, das werde ich so fett bemalen, Alter. Digga. Zwei Farben brauchst du, schwarz und blau und Hautfarbe ein bisschen. Dann ist Bombe. Was ist Hautfarbe? Ja, alles. Von dunkel bis hell. Manuel, komm in den Channel allgemein rein. Dann und dann ziehen wir dich runter. Im Allgemeinen sieht dich keiner, du musst in den Masturbationsraum kommen. Oder in unsere geschäftlichen Besprechungsräume. Selchoks Masturbationsraum, Chris Bitch Place, Tims Lutschhöhle. Filme 500, ja, sagt ihr, oder was? Ja. Okay, dann gucken wir mal. Welcher Film wird gesucht? Toy Story, oder Tim? Ich würde auch Toy Story sagen. Ja, wir nehmen Toy Story. Ach, Mann, das ist viel zu einfach, ey. Ach Mann, das ist die 500er Frage, oder was? Ey, ohne Scheiß, Alter. Da, ey, Stefan, hier, Alter. Selchuk, guck mal hier. Selchuk, dreh dich mal um und bück dich mal. Dreh dich um und bück dich. Ey, boah, ey, Leute. Chat, Alter. Bitte sagt mal was dazu. Es verfügt über eine ungeheure Kraft. Machst du Pilami, Junge. Wie für ein Tier dieser Größe superheldenhaft wirkt. Machst du Pilami. Es legt helle, birnenförmige Eier, hat aber dennoch einen Bauchnabel, dessen Funktion umgekehrt ist. Fehlt eigentlich nur, dass du den Namen sagst, Stefan, am Ende noch. Es geht mir voll auf den Sack, dass der so leichte Punkte bekommt, Alter. Das ist echt krass, Mann. Ja, Digga, ich bin aber auch tierisch, eine Wissensmaschine. Wissensmaschine. Hier ist ein riesiges Uhrwerk drin, Digga. Das hört nie auf zu laufen. Und die Kategorien für heute sind: Wer weiß sowas? Serien-Emoticons, Brettspiele, Harry Potter, Lieder. Digga, willst du mich eigentlich komplett verarschen schon wieder mit Harry Potter, Alter? Es ist langsam du wirklich hast krass, den, du hast Alter. Hey, ich bin im Team Harry Potter, das ist doch schon es gut. Ist unfassbar, Alter. Komm, fuck it, Alter. Daniel, Harry Potter 500, oder? Ja, komm. Wie heißt der am 19. Juni 2010 in Florida eröffnete Harry Potter Themenpark? Den gibt's ja immerhin schon 12 Jahre, Chris, Digga. Als größter Harry Potter Fan der Welt dürfte das ja eigentlich kein Problem sein. Keine Ahnung, mir fällt's nicht ein, deswegen würde ich einfach mal sagen, es gibt keinen speziellen Themenpark von Harry Potter. Okay, Selchuk, Grants, habt ihr eine Ahnung? Wollt ihr auch eine Antwort abgeben? Ich glaube, in Amerika gibt's irgendwie so einen Park, der heißt Diagon Alley oder irgendwie sowas. Ich hab Gänsehaut. Hey, Harry 4, Alter. Harry Potter 400, aufgepasst. Welche vier Mitschüler teilen sich mit Harry Potter einen Schlafsaal in Hogwarts? Boah, Alter, Ron, Neville. Boah, Digga, das ist das Frage. Ja, Digga, für dich doch voll das easy. Du bist doch der, du bist der Harry Potter entzählt. Ich sag doch gar nichts, finde ich gut, Alter. Das ist eine 400er Frage, ne? Aber Chris wollte ja direkt dick, ne? Ja, ist gut. Ich hätte sein können, dass ich weiß. Aber nee, ich bring's nicht, Daniel. Okay, wir wissen's nicht. Wusste ich ehrlich gesagt nicht.
Ich hab mir gesagt, aber das ist eine gute Strategie, dass du uns alle Harry Potter-Fragen wegpickst und sie selber nicht weißt. Das ist eine gute. Ja, ey, aber pass auf, die Wahrscheinlichkeit ist ja da, dass ich es weiß. Und bevor ihr uns die wegpickt und ich dann nur die Hälfte snacke, weißt du, was ich meine? Grants, eigentlich ist gar keine schlechte Idee. Wollen wir uns die 300 picken? Wie aktiviert und deaktiviert man die Karte des Herumtreibers? Ich glaube, wenn er es aktiviert, sagt er, ich bin ein Tu-nicht-gut oder so. Und wenn er fertig ist, Missetat begannen. Heftig. Heftig. Harry 2, Digga. Harry Potter, beliebtestes Format hier. Im nächsten nur noch Harry Potter Quiz. Alles klar, Harry Potter. Das große Harry Potter Quiz. Ne? Harrys erster eigener Besen ist ein Nimbus 2000. Von wem hat er ihn denn bekommen? Muss er direkt kommen? Chris, was ist das denn? Ja, Sekunde, warte. Du bist ja der Harry Potter Experte. Das Problem ist, ich zweifle gerade an meinem scheiß Gehirn, Alter. Ich habe diese Filme 1 Million Mal gesehen, Alter. Und weißt du? Du bist auf jeden Fall der einzige Harry Potter Experte, den ich im Quiz-Taxi nicht anrufen würde, wenn es um Harry Potter Fragen geht. Ich glaube, ich schwöre dem Thema Harry Potter komplett ab. Ey, fuck it, ich nehme Dumbledore, ich weiß es gerade wirklich nicht mehr, Alter. Obwohl es eigentlich theoretisch unfair wäre, wenn Dumbledore ihm was schenken würde, aber... Es war keine Professor Ahnung. McGonagall, soweit ich weiß. Doch, fuck, Mann, Alter. Egal. Wir gucken rein. Kurze Zwischenstandszusammenfassung. Harry Potter ist alles weg und das Harry Potter-Team mit dem Harry Potter-Experten hat 100 Punkte, das andere hat 400. War egal, ich hätte die mit dem Rumtreiber hätte ich offenbar auch nicht gewusst, sag ich dir, wie das... Der hat Halsschmerzen gehabt erstmal und hat dann wirklich gemerkt, der Hoden ist bis zum Hals hochgerutscht. Also der hat jetzt keinen Adamsapfel mehr, der hat einen Adamshoden. War hier so ein... Ja, Hodor. Ey, nee, wir machen es einfach so, weißt du, ich lese jetzt einfach Selçuk's Post bei Instagram vor und dann... Hansa Teutonica, Meinung. Willkommen zurück in den frühen 1300er Jahren. Mach mit mehr Emotionen, Digga. Bring so ein bisschen mehr das Anatolische rein. Okay. Und zwar bei der Vereinigung Hansa Städte, Deutschland. Gott. Ich mach ein bisschen auf Selçuk, Alter. Nein, also ich meinte einfach nur dieses mehr Emotion, Temperament, so, Digga, Alter. Oh. Okay. Speichel hat einen pH-Wert von etwa 7,0. Durch verschiedene Nahrungsmittel kann der pH-Wert sich zeitweise verändern. Was passiert, wenn der pH-Wert deutlich darunter liegt? Würde ich sagen, dann würde es, keine Ahnung, dass der Mund dann selber zersetzen würde oder so. Selber zersetzen? Ja, keine Ahnung. Angreifen. nicht so komplett zersetzen, sondern angreifen. Wenn der pH-Wert des Speichels unter 7 ist, dann zersetzt sich der Mund. Ja, nicht. Ja. Brettspiele 200, Daniel? Brettspiele 200. Okay. Wie längst festgestellt, ist Freudum einfach eine Maschine. Die 11 möglichen Aktionen aufzuzählen, sollte da ja easy sein. Okay. Boah, es ist so dieses Spaß ganze Quiz. Komm, so Chris, ich hab's erst getrimmt, einmal gezockt, Alter. Ich krieg's nicht hin. Ich auch nicht, Digga, passen, Alter. Scheiß drauf. Chris, jetzt gib dir mal gefälligst Mühe, Digga, Alter. Du hast es gerne mehrmals gespielt. Alter, ich zähl dir keine 11 Aktionen. Digga, Chris, gehst du mal in deine kleine Ranzpimmelsbirne und kramst dir jetzt mal bitte rum und überlegst, Digga, was du bei Freudum schon für Aktionen gemacht hast, Alter. Direkt so, weiß ich nicht, tu weg, Digga, Alter. Das ist halt gleich wie damals in der Schule, hast du auch gesagt, tu weg. Und was hast du dadurch gehabt? Bist du übelst abgekackt, deine Jugend verkackt, musstest dann deine Schule nochmal nachholen, Digga. Jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe, hast ja nichts aus deinem verkackten Leben gelernt. 1 Million Mal Harry Potter geguckt und konnte die Fragen nicht beantworten. In dem Sinne, besten Dank fürs Einschalten und wie Selçuk, wie sagt man, guten Abend auf Türkisch? Yakşamlar. Yakşamlar, Leute. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Hey, Mädels, wann kommt ihr?